Schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Es freut mich sehr, Sie heute so zahlreich hier begrüßen zu dürfen und ich danke für Ihr Interesse. Ich darf das Wort weitergeben an Herrn Finanzminister Gernot Blümel. Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zeitnehmen. Wir stellen Ihnen ja wöchentlich nicht nur die Arbeitsmarktdaten, sondern auch die aktuellen Konjunkturdaten vor nach einem wöchentlichen Indikator, den uns das WIFO zur Verfügung stellt. Generell hat das WIFO berechnet, dass die Verluste des BIPs im letzten Jahr, das heißt insgesamt seit Beginn der Corona-Krise, ein sehr hohes Volumen betragen, nämlich insgesamt 39 Milliarden Euro. Das ist sehr beträchtlich und deswegen hoffen wir natürlich, dass dieses Jahr 2021 ein wesentlich besseres wird als das letzte Jahr. Und dafür gilt es, die Pandemie bestmöglich weiterhin zu bekämpfen. Ich darf nun zu den aktuellen wöchentlichen Zahlen kommen und bitten, die erste Folie einzuspielen. Wir haben hier eine Übersicht über wöchentliche BIP-Messungen seit Beginn der Krise. Und Sie sehen, der aktuelle Wert, der ist für die Kalenderwoche 10, also den 8. bis den 14. März ausgewiesen, beträgt minus 6,5% im Vergleich zur Woche im Vorjahr. Und diese Woche im Vorjahr war genau jene Woche, die vor dem ersten Lockdown stattgefunden hat. Wenn Sie auf die nächste Folie gehen, dann sieht man hier, dass der private Konsum im Vergleich zur Woche davor ein wenig mehr eingebrochen ist. Das ist aber relativ zum letzten Jahr zu sehen. Und Sie wissen, in der Woche vor dem ersten Lockdown hat es massive Hamsterkäufe gegeben und dadurch ist relativ dazu die Wirtschaftsleistung dieses Jahr ein wenig gesunken im Vergleich zur Vorwoche. Wir gehen aber davon aus, dass es aufgrund der sogenannten Hamsterkäufe, an die wir uns noch alle gut erinnern können, vom letzten Jahr zurückzuführen ist. Insgesamt sehen wir uns natürlich nicht nur die Konjunkturdaten an, sondern versuchen auch aus Mobilitätsdaten beispielsweise Schlüsse zu ziehen, wie es wirtschaftlich weitergehen kann. Da darf ich Sie ersuchen, auf die dritte Folie zu achten. Hier haben wir einen Vergleich gemacht zwischen der BIP-Entwicklung und den Mobilitätsdaten, die wir regelmäßig anonymisiert erhalten. Und hier sieht man, dass es einen sehr parallelen Verlauf gibt zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung und der Entwicklung der Mobilitätsdaten. Was dabei interessant ist, ist, wenn wir auf die nächste Folie gehen, dass wir auch verglichen haben die Mobilitätsdaten aus Vorarlberg mit denen aus dem Rest von Österreich. Und hier sieht man sehr klar, dass Vorarlberg, die ja jetzt eine Modellregion sind, wo es bereits erste zarte Lockerungen gibt aufgrund der besseren pandemischen Situation, dass hier die Mobilitätsdaten im Vergleich zum Rest Österreichs steigen. Und daher gehen wir davon aus, dass auch die Wirtschaftsdaten in Vorarlberg entsprechend nachziehen. Das ist eine gute Nachricht für die Zukunft, wenn auch im Rest von Österreich hoffentlich bald Lockerungsschritte erfolgen können. Momentan ist das in manchen Bereichen ja leider Gottes nicht der Fall aufgrund der stark steigenden Infektionen. Dennoch bin ich froh, dass die Lockerungen bisher nicht zurückgenommen werden mussten, denn das wäre natürlich eine noch größere Herausforderung für die Wirtschaft. Generell sieht man aber, dass sich Lockerungen auch wirtschaftlich auszahlen. Das heißt aber nichtsdestotrotz, dass es weiter noch Unterstützungen für Betriebe gibt, für Arbeitsplätze, um eben die Volkswirtschaft besser durch die Krise zu bekommen. Auch für Vorarlberg natürlich. Und ich möchte die Modellregion Vorarlberg als Anlass nehmen, um vielleicht auch die bisherigen Hilfsleistungen auf Vorarlberg heruntergebrochen Ihnen mitzugeben. Insgesamt sind ja bis dato 33,7 Milliarden Euro an Corona-Hilfen entweder rechtsverbindlich zugesagt oder ausbezahlt worden. Heruntergebrochen auf Vorarlberg sind das etwa Kurzarbeitsanträge von rund 6.000 Betrieben für mehr als 62.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ein Fördervolumen von knapp 600 Millionen Euro bisher. Der Umsatzersatz, da sind ca. 160 Millionen Euro an etwa 10.000 Unternehmen im Ländle geflossen und im Zuge des Härtefallsfonds sind rund 40.000 Anträge aus Vorarlberg gestellt worden in einem Gesamtvolumen von 43 Millionen Euro. Wir werden natürlich auch weiterhin die österreichische Volkswirtschaft entsprechend unterstützen, wenn es notwendig ist. Genauso sind die Hilfen ja auch aufgesetzt.
Abschließend noch ein wesentlicher Punkt. Sie wissen ja auch, dass die österreichischen Gemeinden wesentliche Investoren sind und damit auch sehr wesentlich dazu beitragen, dass Arbeitsplätze in der Region erhalten bleiben. Und genau deswegen haben wir insgesamt 2,5 Milliarden Euro für die österreichischen Gemeinden zur Verfügung gestellt, einerseits mit der Gemeindemilliarde, andererseits aber auch mit dem Paket, das wir im Dezember mit dem Gemeindebund gemeinsam aufgestellt haben, wo es um insgesamt 1,5 Milliarden Euro Liquidität geht. Und von diesen 1,5 Milliarden Euro sind bisher rund 700 Millionen auch an die Gemeinden geflossen. Das, um auch dazu beizutragen, dass die Arbeitsplätze in der Region, die Wertschöpfung in der Region in dieser schwierigen Situation erhalten bleibt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Finanzminister. Ich darf das Wort weitergeben an Herrn Arbeitsminister Martin Kocher. Schönen guten Morgen, vielen Dank fürs Dabeisein. Die gesamtwirtschaftliche Gemengelage ist weiterhin herausfordernd. Kurzfristig herrscht immer noch eine relativ große Unsicherheit wirtschaftlich vor aufgrund der Pandemie und ich bin schon gespannt auf die neuen Prognosezahlen für die wirtschaftliche Entwicklung, die diese Woche von den beiden großen Instituten IHS und WIFO präsentiert werden. Am Arbeitsmarkt hat sich ein gewisser Trend festgesetzt, ein leicht positiver Trend. Ich darf um die erste Grafik bitten. Wir haben auch diese Woche weniger Arbeitslose, gemeldete Arbeitslose als in der Vorwoche. Es sind um 7.000 weniger als in der Vorwoche mit 386.000 gemeldeten Arbeitslosen. Dazu kommen 75.500 Personen, die im Moment in Schulungen sind. Das ist ein leichter Zuwachs im Vergleich zur Vorwoche um einige hundert, aber entscheidend für uns ein relativ starker Zuwachs im Vergleich zur Woche vor einem Jahr. Das sind über 13.000 Personen mehr in Schulungen. Da zeigt sich die Corona-Job-Offensive, die große Qualifikationsoffensive, die das AMS gemeinsam mit dem Arbeitsministerium gestartet hat. Ich darf um die nächste Folie bitten. Da sieht man jetzt die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr. Sie wissen, vor einem Jahr war die zweite Woche des Lockdowns oder die erste Woche des Lockdowns, je nachdem, welches Datum man nimmt. Und man sieht jetzt, dass wir dieses Jahr, das ist die orange Linie, weniger Personen arbeitslos gemeldet haben als in der Vergleichswoche im Vorjahr. Da war der Anstieg massiv in der ersten Zeit des ersten Lockdowns. Im Vergleich zu 2019, das ist die grüne Linie, haben wir immer natürlich noch ein Anstieg an Arbeitslosigkeit, das sind im Moment 81.000 Personen, die wir als krisenbedingte Arbeitslose definieren. Ich darf um die nächste Folie bitten, auf der dann die Kurzarbeit vermerkt ist. Da sieht man, dass sich im Bereich der Voranmeldungen zur Kurzarbeit in den letzten Wochen eine gewisse Stabilisierung ergeben hat. Es gab keine zusätzlichen Voranmeldungen mehr. Auch da sieht man den leicht positiven Trend am Arbeitsmarkt, der sich jetzt sowohl saisonal als auch aufgrund der Entwicklung im Bereich des Nicht-Lebensmittelhandels und im Bereich der körpernahen Dienstleistungen ergeben hat. Wir schauen uns natürlich auch immer die Dynamik am Arbeitsmarkt an. Das sieht man jetzt auf der nächsten Folie sehr gut, dass trotz der schwierigen Situation relativ viel Dynamik am Arbeitsmarkt herrscht. Wir haben eine gewisse Zweiteilung, Bereiche, wo neue Arbeitsplätze entstehen, Leute neue Arbeitsplätze finden. Natürlich auch Bereiche Tourismus, Gastronomie, wo das nicht der Fall ist. Sie sehen da auf dieser Grafik jetzt, dass in den Monaten Jänner und Februar, in zwei Monaten, von den 460.000 arbeitslos gemeldeten Menschen 150.000 aus dieser Arbeitslosigkeit gekommen sind. Das sind zum Großteil nicht Leute, die in Beschäftigung gekommen sind, zum Teil nicht Leute, auch, die in Pension gegangen sind, im Krankenstand oder in Schulungen gegangen sind. Es gab also 150.000 Personen knapp, die im Jänner und Februar die Arbeitslosigkeit verlassen haben, die Vormerkung verlassen haben. Das sind immer noch etwas weniger als im Jahr davor, also 20.000 weniger als im Vergleichszeitraum vor der Krise. Aber es gab natürlich auch weniger Zugänge in die Arbeitslosigkeit aufgrund der behördlichen Schließungen mit 122.000. Das waren im Jahr davor 25.000 mehr. Also man sieht auch, dass es eine relativ große Dynamik gibt innerhalb von nur zwei Monaten.
gibt es sozusagen ein Drittel der Personen, die aus der Arbeitslosigkeit kommt, und es kommen nicht neue dazu. In gewissen Bereichen, gerade in der Industrie, gibt es eine starke Dynamik, in anderen Bereichen ist diese Dynamik noch nicht gegeben, und das ist jetzt sozusagen der Durchschnitt dieser Entwicklung. Wir haben auch 70.000 offene Stellen, auch da gibt es eine große Dynamik in gewissen Bereichen. 40.000 dieser offenen Stellen, gut die Hälfte, kamen allein im Februar dazu. Also auch da gibt es einen gewissen Umsatz, der sich in diesen Flow-Diagrammen zeigt. Ich möchte noch ganz kurz am Ende berichten über ein, zwei Maßnahmen im Bereich der Vermittlung. Wir versuchen jetzt natürlich für die dynamischen Bereiche am Arbeitsmarkt die Vermittlung noch besser zu unterstützen. Es ist wichtig, dass es genug Unterstützung gibt für Menschen, die Arbeit aufnehmen wollen, die vielleicht nicht in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld gegeben ist. Wir haben deshalb die Einkommensgrenzen bei den Mobilitätsbeihilfen erhöht. Dadurch kann man überregionale Vermittlung noch stärker unterstützen. Was tun wir ganz konkret? Im AMS-Verwaltungsrat wurde heute die Anhebung der Mobilitätsförderbeihilfe beschlossen von bisher 2.300 Euro Obergrenze, das war die Einkommensobergrenze, bis dahin konnte diese Beihilfe gewährt werden, auf jetzt 2.700 Euro. Das heißt, dass gerade Fachkräfte eine bessere Unterstützung bekommen. Das sind ganz konkrete Leistungen im Bereich der Kosten, die entstehen. Zum Beispiel Fahrtkosten bis zu 260 Euro pro Monat können gefördert werden, Mietkosten und Wohnungskosten bis zu 400 Euro pro Monat. Es profitieren auch von diesem Beschluss nicht nur Personen mit Jobzusage, sondern auch Personen, die in Schulung sind. Auch da gab es eine Erhöhung, dass die Förderhöhe, die maximale Förderhöhe bei Kursnebenkosten von 917 Euro auf 1.350 Euro erhöht wurde und andere Kursnebenkosten maximal bis zu 450 Euro anstelle von 306 Euro gefördert werden können. Wir versuchen also jetzt in den Bereichen, wo der Arbeitsmarkt ja schon sehr dynamisch ist, gerade im Industriebereich, auch Vermittlungen zu unterstützen. Bisher haben derzeit ungefähr 1.000 Personen diese Mobilitätsbeihilfen bekommen. Das Ziel ist, diesen Wert zu verdoppeln. Insgesamt versuchen wir natürlich, die Dynamik, die es gibt am Arbeitsmarkt, zu unterstützen. Gleichzeitig ist natürlich wichtig zu erwähnen, dass es noch Bereiche gibt, wo es diese Dynamik nicht gibt, und die Hoffnung ist, dass diese Dynamik bald eintreten kann, wenn es die Situation der Infektionszahlen zulässt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Arbeitsminister. Ich darf das Wort weitergeben an Frau Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Sehr geehrte Damen und Herren, auch meinerseits herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Ministerin Schramböck, liebe Minister Blümel und Kocher. Ich glaube, uns allen gemeinsam ist bewusst, wir sind immer noch in einer sehr schwierigen Situation. Die Pandemie hat uns noch immer fest im Griff, und deswegen möchte ich auch heute wieder beginnen mit einem Danke. Danke an alle Menschen in Österreich, die bis hierher durchgehalten haben, und danke an alle, an Sie alle, dass Sie auch weiter dabei sind. Ich bin überzeugt davon, wir werden diese Gesundheitskrise gemeinsam meistern. Und genauso wie wir die Gesundheitskrise gemeinsam meistern werden, werden wir uns auch gemeinsam der Arbeitsmarkt- und der Wirtschaftskrise entgegenstellen. Denn ja, die Corona-Pandemie sorgt für Einschränkungen in unserem Alltag, in unserem Leben, aber es haben auch viele Menschen in Österreich Sorgen, Sorgen um die wirtschaftliche Situation, Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Und das ist uns allen bewusst, die Lage ist angespannt, sie ist für viele nicht leicht. Umso wichtiger ist, dass wir jetzt klug handeln, gemeinsam klug handeln, dass wir auch am Weg aus dieser Krise klug investieren und so nicht nur für sichere Arbeitsplätze und eine stabile Wirtschaft sorgen, sondern auch dafür, dass zukünftige Generationen noch ein gutes Leben in Österreich und auf diesem Planeten haben können. Ich bin überzeugt davon, jede Krise ist eine Zäsur. In jeder Krise kann man Weichen stellen, so dass wir jetzt die richtigen Weichenstellungen vornehmen, damit wir unsere Wirtschaft stabilisieren und zum Klimaschutz beitragen. Und das Erneuerbaren-Ausbaugesetz, das wir letzte Woche im Ministerrat hier beschlossen haben, ist ein Beispiel für genau dieses Prinzip. Wir schützen unser Klima, indem wir unsere Stromversorgung umbauen, indem wir sie widerstandsfähiger, erneuerbar, grüner machen, und wir sorgen für sichere Arbeitsplätze und für heimische Wertschöpfung. Mit dem Erneuerbaren-Ausbaugesetz investieren wir jährlich 1 Milliarde Euro in den Ausbau der erneuerbaren Energien.
Damit lösen wir in den nächsten 10 Jahren Gesamtinvestitionen von insgesamt 30 Milliarden Euro aus und gleichzeitig schaffen und sichern wir mit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz, mit diesen Investitionen in unsere erneuerbare Zukunft jährlich bis zu 70.000 Arbeitsplätze in Österreich. Also 100% heimischer Ökostrom bedeutet also 70.000 Green Jobs in Österreich. Und dieser Zuwachs an erneuerbarer Energie, diese Investitionen in die erneuerbare Energie, das bedeutet auch jährliche BIP-Zuwächse in der Höhe von 5,5 Milliarden Euro. Diese Zahlen kommen aus einer aktuellen Studie der JK Uni Linz, die sich umfassend mit den Chancen der Energiewende beschäftigt. Denn Klimaschutz und sichere, zukunftsfähige Arbeitsplätze hängen eng miteinander zusammen und diese Studie zeigt das auch in den einzelnen Sektoren auf. Mit den Zielen, die wir uns gemeinsam gegeben haben, im Erneuerbaren Ausbaugesetz, also mit den Ausbauzielen für die erneuerbare Energie, haben wir Arbeitsmarktpotenziale verbunden. Und die teilen sich auf die Sektoren wie folgt auf. Im Bereich der Photovoltaik schaffen und sichern wir jährlich bis zu 30.000 Arbeitsplätze. Im Bereich der Wasserkraft sind es bis zu 24.000 Arbeitsplätze. Beim Ausbau der Windkraft jedes Jahr rund 11.000 Jobs und auch in der Biomasse entstehen pro Jahr rund 4.200 sichere Klimajobs entstehen neu oder werden durch das ERG gesichert. Diese Zahlen sind ein deutlicher Auftrag. Wir können und wir werden uns mit Klimaschutz aus dieser Krise heraus investieren. Sie haben es von mir schon öfter gehört, ich bin überzeugt davon, Klimaschutz ist das beste Konjunkturprogramm, weil Klimaschutz, und das sehen wir im Erneuerbaren Ausbaugesetz, Arbeitsplätze schafft. Damit man sich's vorstellen kann, das betrifft die Elektrikerin, die die Photovoltaikanlage aufs Dach montiert und die weiß, mit diesem Ausbaupfad, den wir uns vorgenommen haben, kann sie noch einen weiteren Lehrling einstellen. Das betrifft den Windkrafttechniker, der das Windrad wartet. Das betrifft die Bauunternehmen in den Regionen, die die Fundamente für den Windpark bauen oder die Baggerungen für die Modernisierung eines Wasserkraftwerks. Und es betrifft auch die Zulieferindustrie für moderne erneuerbare Kraftwerke. Wir haben in Österreich, das ist auch ein Punkt, auf den Margarete Schramböck immer wieder hinweist, viele, viele innovative Unternehmen und Betriebe, die genau in diesem Bereich, genau im Bereich der erneuerbaren Energien tätig sind. Und wir sehen, dass gerade beim Ausbau und bei der Nutzung der erneuerbaren Energien auch der Wertschöpfungsanteil für Österreich im Durchschnitt bei 70% liegt. Da geht es zum Beispiel um die Wechselrichter in der Steuerungselektronik, in der Photovoltaikanlage. Da geht es an die Wasserkraftturbine, die in unseren Kraftwerken, die die Kraftwerke, die Wasserkraftwerke fit für die Zukunft macht. Wir haben in all diesen Bereichen in Österreich Vorreiter und auch Marktführer und auch globale Marktführer. Neben den innovativen Unternehmen gehören dazu natürlich auch gut ausgebildete Fachkräfte. Auch diesem Thema haben wir uns bereits gewidmet und werden uns in den nächsten Monaten noch intensiv widmen. Wir haben gemeinsam mit Martin Kocher auch in diesem Jahr schon erste Schwerpunkte im Bereich der Qualifizierung gesetzt, ganz gezielt Ausbildungsangebote für diese Jobs der Zukunft gestartet. Und diesen Weg wollen wir jetzt auch gemeinsam weitergehen, denn ich glaube, am Ende profitieren wir damit alle mit guten, zukunftssicheren Arbeitsplätzen, mit einer stabilen Wirtschaft und einer sauberen Umwelt. 100% Strom aus Erneuerbaren, denn das Erneuerbaren Ausbaugesetz auf den Weg bringt, das ist eine große Herausforderung, das ist eine große Aufgabe, aber das ist genau jetzt das richtige Programm und es ist auch für unsere Zukunft das richtige Programm, weil es ein Programm der Chancen ist, nicht nur für uns heute, sondern auch für zukünftige Generationen und darum investieren wir in den Klimaschutz, darum investieren wir in den erneuerbaren Ausbau. Wir bauen unsere Stromversorgung um Richtung 100% erneuerbare Energie und wir schaffen und sichern damit in den kommenden Jahren 70.000 Arbeitsplätze, zukunftssichere Klimajobs pro Jahr in Österreich. Und darum bin ich überzeugt, dass wir in 10 Jahren zurückschauen werden auf diesen Beschluss und auch, glaube ich, ein bisschen stolz drauf sein werden und uns freuen werden, dass wir einen so mutigen Beschluss in Österreich im Bereich der Energiepolitik und auch im Bereich der Wirtschaftspolitik und Arbeitsmarktpolitik damit geschafft haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Klimaschutzministerin. Ich darf das Wort weitergeben an Frau Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, die uns digital zugeschaltet ist. Ja, herzlichen Dank. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Ich freue mich, dass ich, obwohl ich die Amtsgeschäfte vom Homeoffice aus mache, heute auch an dieser Pressekonferenz teilnehmen kann.
Das zeigt uns die Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung bietet. Und Homeoffice, das ja weit verbreitet ist im Moment, trifft auch uns. Und somit freue ich mich, dass ich auf diesem Wege mit dabei sein kann. Es ist aber nicht nur das Thema Homeoffice in aller Munde, sondern gerade vor Ostern wieder das Thema auch E-Commerce. Denn wenn wir nach Österreich schauen, so kaufen die Österreicherinnen und Österreicher im Schnitt 7,3 Milliarden Euro pro Jahr im Internet ein. Davon bleiben aber nur 1% bei österreichischen Betrieben. Das heißt, im Umkehrschluss 99% dieser 7,3 Milliarden Euro fließen direkt ins Ausland. Und da sehen wir ganz klar, dass wir hier Änderungsbedarf haben. Auch wenn wir auf die österreichischen Händlerinnen und Händler schauen, wie viele von ihnen im E-Commerce tätig sind und einen digitalen Vertriebskanal haben, so sind das definitiv nur 25%. Die Ursache ist sicherlich auch eine kleinteilige Struktur, viele KMUs im Bereich der Händlerinnen und Händler. Aber es ist umso mehr eine Aufforderung an uns, hier aktiv zu werden. Und deshalb habe ich das größte E-Commerce-Förderpaket aufgelegt, das es in den letzten Jahren eigentlich jemals in Österreich gegeben hat. 15 Millionen Euro zur Förderung der Händlerinnen und Händler stehen ab sofort zur Verfügung. Dieses Fördervolumen beinhaltet zwei konkrete Fördermaßnahmen. Die eine mit 10 Millionen Euro, die Unterstützung der Einrichtung von Online-Shops. Hier werden diese 10 Millionen Euro, die schon seit Samstag abrufbar sind, von den Händlerinnen und Händlern zur Verfügung gestellt für die Errichtung von Online-Shops, aber auch den Ausbau von Online-Shops oder von E-Commerce-Geschäftsprozessen, denn es sind ja nicht nur die Shops alleine, sondern es sind die Geschäftsprozesse dahinter, die auch ganz wesentlich weiter ausgebaut werden müssen. Denken Sie nur an das Thema Lagerhaltung, die logistische Prozesse. Diese Förderungen sind nicht rückbar zahlbare Zuschüsse. Das heißt, das ist unmittelbar Cash, das die Unternehmen erhalten. Es werden übernommen 20% der Kosten für die Projekte. Wir starten mit Projektkosten von 3.000 Euro bis hinauf zu den 60.000 Euro. Das heißt, Unternehmen erhalten mindestens 600 Euro bis hinauf zu 12.000 Euro Cash entsprechend zurück. Wir hatten ja im vergangenen Lauf einen Testlauf mit einer geringeren Förderung und ich kann nur sagen, die war ein großer Erfolg und ist weggegangen wie die warmen Semmeln. Damals sind 176 Händlerinnen und Händler unterstützt worden. Mit dem Programm jetzt, den 10 Millionen Euro, haben wir am Samstag begonnen und ich kann Ihnen die aktuellen Zahlen nennen. Es haben sich bereits 87 Händlerinnen und Händler eingebracht und haben ihre Anträge eingebracht mit einem Volumen von fast 600.000 Euro. Also ich wünsche mir, dass diese E-Commerce-Förderung genauso wie die warmen Semmeln weggeht wie die letzte und dass hier die Unternehmen sich rasch melden, um diese Unterstützung auch abzuholen. Der zweite Bereich ist KMU Digital, umfasst 5 Millionen Euro und wird anders als in anderen Jahren nicht in Tranchen zur Verfügung gestellt, sondern sofort in einem Schwung sozusagen. KMU Digital hat in den vergangenen Jahren 15.000 IT-Projekte, digitale Projekte in KMUs in Österreich unterstützt. Und die 5 Millionen Euro, die jetzt zur Verfügung stehen, geben ebenso einen Push gerade in dieser Zeit. Denn auch KMUs brauchen die Digitalisierung. Sie müssen sie umsetzen, um gerade in solchen Krisenzeiten resilienter und widerstandsfähiger zu sein. Also dieses Programm von KMU Digital umfasst natürlich auch die unmittelbare Umsetzung von Projekten, aber auch ganz besonders die Beratungsförderung. Denn kleine Unternehmen sind oft nicht so genau in der Lage zu definieren, was ist denn ihr digitaler Handlungsbedarf, wo sollten sie hinbewegen. Und drum werden mit diesen 5 Millionen Euro auch die Beratungsleistungen entsprechend unterstützt.
Die Digitalisierung schafft großartige Chancen für unsere KMUs auch in Österreich und das müssen wir nutzen, gerade in dieser Zeit. Und darum sind diese 15 Millionen Euro, die zusätzlich für die österreichischen KMUs, vor allem für den österreichischen Handel, gibt gerade in dieser Zeit, der Osterzeit, wiederum von großer Bedeutung. Ich möchte auch alle darum bitten, wieder darüber nachzudenken, zu Ostern, wenn Geschenke gekauft werden, hier zu schauen, den österreichischen Handel, die Händlerinnen und Händler, die Blumenhändlerin, das Geschäft, das Kleidergeschäft, das Spielzeuggeschäft zu unterstützen in dieser besonderen Phase. Wir sind immer noch in dieser Pandemie und die Unternehmen leiden immer noch so in verschiedensten Branchen und deshalb können wir gemeinsam hier auch die Unterstützung geben, indem wir auch zu Ostern unsere Dinge beim österreichischen Handel einkaufen, ob online oder direkt im Geschäft. Da bitte ich Sie persönlich um Ihre Unterstützung, denn es ist noch ein Weg aus der Krise. Wir sind noch nicht draußen. Die Gesundheitsdaten zeigen uns immer noch, dass wir durchhalten müssen. Und ich bedanke mich bei allen Unternehmerinnen und Unternehmern in Österreich, die hier Großartiges leisten und durch diese Krise mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern durchkommen. Von unserer Seite gibt es die größtmögliche Unterstützung. Herzlichen Dank. Vielen Dank für Ihre Worte und Erkenntnisse. Ich darf nur um Ihre Fragen bitten. Bitte hier gleich, ATV. Vielen Dank. Eine Frage an den Finanzminister und eine an den Arbeitsminister. Sie haben die Zahlen angesprochen, auch der BIP-Einbruch und die Ausgaben. Wie viel Luft hat denn Österreich derzeit noch zur Bewältigung der Folgen der Krise? Kann man das schon beziffern, wie lange man da jetzt noch diese großen Ausgaben tätigen muss, weil auch ja die Einnahmen sinken. Vorhin kam die Meldung, dass der Gewinnausschüttung der Notenbank an die Republik geringer ausfallen wird heuer. Und eine Frage an den Arbeitsminister zum Arbeitslosengeld. Wie ist da der Stand der Verhandlungen? Wird es eine weitere Einmalzahlung geben oder vielleicht eine dauerhafte Erhöhung? Danke. Aufgrund der soliden Budgetpolitik und Wirtschaftspolitik der letzten Jahre ist die gute Nachricht, dass wir uns das leisten können. Das heißt, es wird genauso viel Geld geben, wie es auch braucht, um Österreich besser durch diese Krise zu bekommen. Das gilt für Unternehmen, genauso wie auch für Arbeitsplätze, aber auch für den Kampf gegen die Pandemie an sich, also auch was Impfstoffe, Tests etc. betrifft. Abzulesen ist dieser Vorteil an den Kapitalkosten, die Österreich zu tragen hat, bei den Staatsanleihen, die wir emittieren. Da sind die 10-jährigen Staatsanleihen noch immer im negativen Bereich. Das war das ganze letzte Jahr hindurch so. Heute aktuell minus 11 Basispunkte. Die Spreads zu Deutschland sind de facto die letzten Monate immer gleich geblieben. Das heißt, ja, wir können uns diese Krise weiterhin leisten aufgrund der soliden Budgetpolitik der letzten Jahre. Aber das bestätigen uns auch die diversen Ratingagenturen. Es muss auch das Ziel gelten, dass wir nach der Krise Schritt für Schritt zu einer soliden Budgetpolitik zurückkommen, um auch weiterhin den guten Bonitätsgrad, den wir haben, aufrechtzuerhalten. Im Regierungsprogramm ist ja vorgesehen, dass wir eine Diskussion über Arbeitslosengeld und alle damit verbundenen Regelungen diskutieren. Das wird nach der Krise passieren. Das macht Sinn, wenn es nach der Krise passiert. Und alle anderen Maßnahmen, die jetzt kurzfristig nötig oder möglich sind, hängen nicht von der weiteren Entwicklung ab. Das betrifft ja nicht nur das Arbeitslosengeld, das betrifft auch alle anderen Hilfsmaßnahmen. Wir hoffen natürlich, dass möglichst bald Öffnungsschritte möglich sind und es keine weiteren Maßnahmen braucht. Aber wir haben gesehen, die letzten 12 Monate in der Pandemie, dass man nichts ausschließen sollte und einfach auch flexibel reagieren sollte, wenn es Veränderungen in der Lage im Gesundheitsbereich gibt. Ausgezeichnet. Ich habe dann noch zwei Fragen des ORFs, die zurzeit per Livestream zugeschaltet sind, hereinbekommen. Die erste geht an den Herrn Arbeitsminister. Gestern sind keine Entscheidungen über Lockerungen oder Verschärfungen weitergegeben worden. Viele Branchen haben derzeit keine konkrete Öffnungsperspektive. Welche negativen Auswirkungen erwarten Sie für den Arbeitsmarkt? Würden wir uns alle sehr freuen, am Arbeitsmarkt da weitere Lockerungen zu sehen. Es macht aber, das habe ich auch oft schon gesagt, keinen Sinn, Lockerungen vorzunehmen, die jetzt nicht
mit dem Infektionsgeschehen vereinbar sind und dann vielleicht noch zu großflächigeren Schließungen führen würden, wenn man dann wieder die Pandemieentwicklung eindämmen müsste. Wir haben natürlich gerade in den Bereichen, die sehr lange geschlossen sind, seit November geschlossen sind, große wirtschaftliche Schwierigkeiten. Dem haben wir begegnet mit Kurzarbeit, Ausfallsbonus, Kurzarbeitsbonus, eine Reihe von Maßnahmen. Es geht gar nicht, glaube ich, so sehr um die finanziellen Aspekte. Es geht vor allem nicht darum, dass viele Betriebe gerne öffnen würden. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und ich hoffe, dass es auch bald möglich ist, das zu tun. Für den Arbeitsmarkt gibt es jetzt aufgrund der gestrigen Entscheidung keine ganz großen Auswirkungen. Es waren ja auch keine ganz großen Öffnungen geplant. Je früher die möglich sind, nachhaltig, desto leichter wird sich auch der Bereich des Arbeitsmarkts erholen, den ich zuvor als weniger dynamisch beschrieben habe. Klar, wenn es Schließungen gibt, dann gibt es halt keine Einstellungen. Und das ist dann die nächste größere Erholung, wenn es diese Öffnungsschritte im Gastrobereich und im Tourismus geben kann. Vielen Dank. Ich darf weitergehen zur nächsten Frage des ORFs an den Herrn Finanzminister. Herr Finanzminister, die Gastronomie ruft nach weiteren Hilfen, sollte geschlossen bleiben. Was ist hier in Planung? Nun, wir haben die Hilfen ja so aufgesetzt, dass entsprechend dem Umsatzrückgang auch kompensiert wird. Das ist ja der große Unterschied auch zu den Umsatzersätzen im November und Dezember, wo das Kriterium war die behördliche Schließung. Und da hat es eine gewisse Ungleichbehandlung gegeben zwischen direkt und indirekt Geschlossenen. Wir haben das damit behoben, dass wir alle Hilfen umgestellt haben auf den Umsatzentgang des Vormonates. Das heißt, wenn es weiterhin eine schwierige wirtschaftliche Situation gibt, wo weniger Umsatz gemacht werden kann, erhöht sich automatisch auch der Anteil, der vom Staat ersetzt wird. Ich sehe noch eine Frage von der APA, Herr Schlemmer. Wenn die Corona-Neuinfektionszahlen weiterhin so hoch bleiben, werden die Reisewarnungen aufrecht bleiben und im Mai, Juni auch wohl keine Touristen aus dem Ausland nach Österreich kommen. Wie schätzen Sie das ein als Arbeitsminister? Kann es überhaupt in den nächsten Monaten eine Erholung im Tourismus in Österreich geben? Ja, wir haben ja gesehen in Ländern, und da muss man jetzt, glaube ich, die Expertinnen und Experten aus der Medizin befragen, aber soweit ich das interpretieren kann, haben wir gesehen in Ländern, wo die Impfrate höher ist, als das bei uns noch der Fall ist, USA zum Beispiel oder Israel, dass es dann doch auch einen Rückgang bei den Entwicklungen der Zahlen im Infektionsbereich gegeben hat. Und das erwarte ich eigentlich auch für Europa. Und wir sind ja relativ synchron bei den Impfungen mit den bekannten Abweichungen. Und die Hoffnung ist natürlich, dass es im Sommer eine Sommersaison geben kann. Und wir wissen ja aus dem letzten Jahr, dass auch die wärmere Jahreszeit einen Beitrag leisten wird, das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. Wie gesagt, das ist meine laienhafte Interpretation des Arbeitsministers, aber ich bin da eigentlich optimistisch, dass das möglich sein wird, auch die Grenzen wieder zu öffnen für touristische Reisen im Laufe des Sommers. Ausgezeichnet. Es gibt noch eine Frage von Herrn Delice. Mustafa Delice, die Brücke Magazin. Ich habe alle vier Ministern eine Frage. Erste Frage zum Bundesminister Blümel. Zwei Fragen. Wir als Migrantenmedien, ja, haben wir Probleme mit Ihrer Kommunikationsabteilung, mit Presseabteilung. Diese Beamten vor Ihnen immer gleiche Personen sind die Ressortleiter. Wir stehen seit Jahren, ja, seit 3 Jahren stellen wir Anfragen zu Ihrer E-Mail-Adresse, Ihre Pressesprecher, Anfragen zum Beispiel Covid, Steuererleichterungen, viele andere Fragen, stellen wir Interviewanfragen und Fragen. Wir bekommen keine Antwort von Ihrem Ministerium. Erste Frage. Zweite Frage, Sie machen Kampagnen als Finanzministerium, inseratmäßig, ja? Alle Medien, Boulevardmedien, Migrantenmedien, Ihre Ministerium macht nur einzige Migrantenmedium, die größte Migrantengruppe serbische, aber muslimische Medien, türkische Medien, austro-türkische, ich bin ein österreichisches Lokalmedium, türkische Herkunft, ja? Bei uns inserieren sie nicht. Wir haben in Österreich über 15.000 Unternehmer, ja? Wir geben ungefähr 20 Milliarden Euro, zahlen wir in Steuer. Und die Arbeiter- und Angestellter-Schicht, ja, zahlt auch 5 Milliarden. Das heißt, wir als Community geben fast 20 Milliarden Euro für Topf, Steuertopf. Ja. Aber eure Zielgruppe, wo ihre Inserate Ziel sein sollen, ja, dass man Unternehmer
welche Angebote sich annehmen können, dass die mitbekommen, solche Förderungen gibt es, solche Angebote gibt es, Familienbonus hat gegeben, Arbeitnehmerveranlagerung, ja, das machen wir Journalisten sowieso automatisch. Aber wir sind eine gratis Monatszeitung, wir leben davon, wir machen unseren beruflichen Job und uns wird von der Bürokratie Probleme gemacht. Wir bekommen keine Antworten, uns bleibt nicht über, hier vor der Öffentlichkeit dieser Frage zu stellen. Mir tut das leid, aber das ist einmal so, de facto, ich muss diese Fragen, nach 3 Jahren muss ich stellen. Welche Probleme hat Ihre Bürokratie? Haben die gegen muslimische Community eine negative Einstellung dazu? Wir sind auch Österreicher und Österreicherinnen, wir gehören auch dieses Landes, wir leben nicht anderes Land. Warum bekommen wir gleiche Behandlung wie andere Medien? Das ist die erste Frage. Gibt es noch weitere Fragen, weil Sie gesagt haben... Gleiche Probleme mit anderen Ministerien. Die mediale Schaltungen, ja, werden wir nicht mit berücksichtigt. Man vergibt Agenturen, ja, Medienagenturen viel Geld, Topfgeld, sagt, okay, du planst uns da und dort, aber man berücksichtigt uns nicht. Was sind die Gründe? Beispiel Bundeskanzleramt schaltet jedes Mal alle migrantischen Medien, das begrüßen wir und danken den Herrn Bundeskanzler dafür, aber Ihren Bereich nicht. Stellen Sie alle Fragen auf einmal, dann können wir gesammelt antworten. Bitte. Also wenn es das war, dann glaube ich, darf ich für alle meine Kolleginnen und Kollegen antworten, dass die Fachabteilungen in den betreffenden Ressorts wirklich gute Arbeit leisten und das sind ausgezeichnete Experten, die das höchst professionell abwickeln, aber wir werden Ihre Anfragen gerne weitergeben in diese Richtung. Ausgezeichnet, danke vielmals, schönen Tag noch.